Auf der CMD 2023 hatten wir wieder einen sehr spannenden Aufenthalt. Es war eine wunderschöne Woche, aber auch irgendwann ist diese Woche vorbei und jetzt wollen wir weg aus dem Schnee, jetzt wollen wir in die Wärme und deswegen fahren wir direkt von der CMD in den Süden und wenn ihr Lust dazu habt, dann könnt ihr gerne mit uns mitfahren. Thank you.
Istanbul. Und was macht man, wenn man in Frankreich ist? Natürlich kauft man sich ein Baguette und dieses Baguette belegt man mit Knoblauch. Jawohl, und einen guten Wein aus Heilbronner Franken. Naja, etwas Stilbruch, das können wir verkraften, oder? Das muss halt einfach sein. Auf jeden Fall freuen wir uns jetzt. Und sollte heute Nacht irgendein Einbrecher kommen wolle und Der meine, geht er gleich kann. wieder raus. Genau, und er meint, er will uns ausrauben. Wenn der die Tür aufmacht, dann haut's glatt um. Der fällt nämlich prompt in Ohnmacht. Und jetzt lassen wir es uns schmecken, oder? Wohl. Ja, nochmal einen Schluck. Der Bäcker ist durchmarschiert. Düne. Mikros haben wir leider keine dabei. Ich hoffe, der Wind pfeift nicht zu sehr. Obwohl es geht hier schon ein bisschen ein Wind. Die Ursi geht hoch, ich nicht. Ja, also ich versuche es auf jeden Fall da hoch zu gehen. Man sinkt ein, es ist hoch und also es ja, ist. Und ihr wisst ja, Helle hat Knie und genau. Kann er jetzt halt leider nicht hoch. Ja, also ich mal, da muss man halt auf einiges verzichten, aber ich war ja schon mal oben vor 20 Jahren. Da ist alles ein wenig anders ausgeschaut, aber sie ist halt auch gewandert. Ne? Aber hochinteressant, also vielleicht kriegen wir die Drohne hoch, dann können wir euch aber irgendwas zeigen noch. Ja, also ich gehe jetzt auf jeden Fall, was der Helle hier unten macht, das werden wir ja sehen. Das ist doch wieder mal egal. Ja. Ich muss schauen, dass ich da hochkomme, denn schauen, das sind wie ich über zurückkomme. 100 Meter. Zeige mal die ganze hier, nee, andersrum, ja, so. Und es ist ja schon jede Menge los. Ich war heute Samstag und ich denke, da kommen viele Ausflügler aus Frankreich hierher. Ja, also im Sommer muss es hier extrem zugehen. Also da möchte ich nicht her. Deswegen sind wir im Januar da. Ja. Und heute Samstag und es sind extrem viele Ausflügler da. Das heißt extrem. Also auf jeden Fall, ich probiere es jetzt da hochzugehen. Ich weiß jetzt nicht, ob ihr überhaupt was verstehen könnt, weil der Wind ist sehr, sehr heftig und das Mikro ist unten beim Gustl, aber ich habe es geschafft und es lohnt sich, es ist ein gigantischer Blick hier oben.
Also hier ist mächtig was los an der Düne, das muss man mal ganz klar sagen. Und da war ja der Waldbrand letztes Jahr im Juli. Und entsprechend schauen auch die Campingplätze aus, die sind nämlich alle runtergebrannt. Ja, da ist nichts mehr zu sehen von diesen Campingplätzen. Und es ist schon ein etwas bedrückendes Gefühl, wenn man das hier so sieht. Und da kann man nur hoffen, dass es ganz schnell wieder aufwärts geht. Was mich natürlich jetzt auch so erstaunt, wenn ich jetzt hier so zwischen diese verbrannten Gebüsche reinschaue, dann kommt schon wieder grün durch. Also in ein paar Jahren sieht man nichts mehr davon. In ein paar Jahren ist die Wanderdüne hier. Die geht alle Jahr 1 bis 5 Meter vorwärts. Genau, aber die war sehr interessant. Kann ich euch eigentlich nur empfehlen, sich das mal anzuschauen. Nicht in der Hochsaison. Ja. Ich gehe davon aus, da ist kein Durchkommen. Ja, und wir fahren weiter. Genau. Zum Wohl. Mit einem guten Franzosen oder Spanier? Weder noch. Ist nämlich immer noch unser guter Trollinger. Aus dem Heilbronn Frankenland. Ja, klar. Wir sind mittlerweile in Spanien. Mhm. Der hat also gut durch Frankreich gelangt und gut nach Spanien rein. Ja. Und er, so wie es ausschaut, wie ich unsere Vorräte gecheckt habe, langt er noch ein paar Tage. Das glaube ich auch, ja. Also mit Wein sind wir gut versorgt und durch Frankreich sind wir auch gut durchgekommen. Mhm. Ich hoffe, wir konnten, bevor ihr uns jetzt so seht, ein paar Bilder euch zeigen, genau. Wir haben unser Material nämlich zu dem Zeitpunkt, wo wir das jetzt sagen, noch nicht gesichtet. Also wir wissen nicht, was davor zu sehen gewesen ist. Ja, also ich hoffe natürlich ganz arg, dass ihr die Düne gesehen habt, weil das war für mich eigentlich ein Wunschziel auf dieser Reise. Ja. Ja, oder einen Punkt, den ich gerne sehen wollte. Und wir hoffen auch, dass es bis jetzt kurzweilig war. Mhm. Jetzt wollen wir auch nicht langatmig daherreden, sondern wir wollten euch nur noch unsere Eindrücke zu Frankreich sagen. Denn Frankreich ist nicht mehr das liberale Frankreich und das freie Frankreich, wie ich es vor vielen Jahren mal als Wohnmobilist erlebt habe. Ja.
Und die Einschränkungen sind eigentlich sogar stärker, haben wir den Eindruck, als es noch im letzten Jahr gewesen ist, wie wir auch durch Frankreich gefahren sind. Vielleicht liegt es auch am Landesteil, Gascogne und Ja, ich wollte gerade etwas. sagen, durch diesen Teil von Frankreich sind wir ja jetzt noch gar nie gefahren. Und ihr wisst ja, wir fahren immer sehr gerne mautfrei, was wir natürlich jetzt auch durch Frankreich gefahren sind. Aber das ist gar nicht mal so einfach, weil es gibt sehr viele Verbote, die schon ab 3,5 Tonnen sind. Ja, also man hat den Eindruck, diese neuen Aufkleber, die da für Fahrzeuge über 3,5 Tonnen Pflicht geworden sind, die sind nur deswegen Pflicht geworden, damit man ein Fahrzeug, was schwerer ist als 3,5 Tonnen, sofort identifizieren kann. Denn einen Sinn machen die ja nicht wirklich, die Aufkleber, ja. Aber die Fahrzeuge kann man identifizieren und es gibt extrem viele Beschränkungen in Straßen mit 3,5 Tonnen. Also man steht manchmal vor einer Ortschaft. Ja, nicht nur eben nicht nur gewisse Straßen, sondern ganze Ortschaften Ja. sind gesperrt für Fahrzeuge über 3,5 Tonnen. Und das hat natürlich dann auch dazu geführt, dass wir so richtig zickzackmäßig durch Frankreich jetzt gefahren sind. Wobei wir natürlich auch andere schöne Ecke dabei entdeckt haben. Das ist keine Frage, aber es ist trotzdem nervig, wenn man ein Ziel, also zum Beispiel einen Stellplatz ansteuert und dann ist eine Ortschaft davor alles für 3,5 Tonnen oder ab 3,5 Tonnen gesperrt. Und da gibt es extrem viele Ortschaften, die jetzt auf diesen. Auf jeden Fall auf dieser Strecke, die wir jetzt gefahren sind, Ja, war das also einfach so. es ist extrem viel gewesen. Jetzt sind wir in Spanien, da sieht man sowas gar nicht mehr. Ja, also bis Also jetzt mal nicht. die Freiheit und die Liberalität von Frankreich hat sehr schwer nachgelassen. Es gibt da mittlerweile extrem viele Radaranzeigen. Gut, gibt es in Deutschland auch, ganz klar. Aber im Vergleich zu früher, wo alles ein bisschen lockerer gesehen wurde in Frankreich, das ist also deutlich nicht mehr so. Letztes Jahr habe ich einen Strafzettel gekriegt, wie wir daheim gewesen sind. Ich bin gespannt, wie das diesmal kommt. Ja. Ja, okay. Das ist jetzt die Schattenseite von Frankreich. Es gibt natürlich auch eine Sonnenseite von Frankreich. Und das muss man ganz eindeutig sagen. Es gibt sehr viele Gratis-Stellplätze für Wohnmobile, die auch nicht nur einfach Parkplätze sind, sondern die richtig schön ausgebaut sind, wo man dann frei stehen darf mit V und E und auch an einem Kanal oder sonst wo schön an einem Ortsrand gelegen. Also da haben wir extrem viele entdeckt. Wir waren auch nur jetzt auf der Fahrt hierher an solchen Stellplätzen gestanden und haben auch, wenn wir mal Wasser gezapft haben, aber solche neu entdeckt, ganz zufällig. Also das muss man wirklich sagen, da ist Frankreich einfach vorbildlich, was solche Aber Stellplätze wolltest angeht. du nicht was zu diesen Wasserzapfstellen noch sagen? Ja, genau. Also es gibt dann diese neuen blauen Sanitärhäuschen. Also wir haben das ja schon letztes Jahr bei der Tour de France festgestellt, dass man teilweise das Wasser nur noch zapfen kann, wenn man sich einen Chip holt bei der Touristinformation, was natürlich verdammt blöd ist, weil die ja nicht ständig offen hat und weil man da erst hinmarschieren muss. Und dann gibt es diese blauen Sanitärhäuschen, wo eigentlich auch entweder die Tür schon offen ist, die Tür sich kostenlos öffnen lässt oder durch Einwurf von einer 2-Euro-Münze sich die Tür öffnen lässt. Ich hoffe, dass ich eine auf ein Bild habe, dann blende ich sie ein. Und dann ist an der Seite angebracht ein Toilettenablass, dann ist angebracht ein Schlauch zum Toilettenspülen und rechts ein Schlauch für Frischwasser inklusive Düse. Und jeder. Jeder Jedes Ferkel. Wohnmobilist, der das nicht so genau unterscheiden kann, was jetzt Frischwasser ist und was für die Kassette zum Waschen ist, der verwechselt vielleicht ganz gerne mal die Schläuche. Ja, und teilweise schütten sie ihre Kassette so aus, dass das bis nach oben spritzt. Ja, das heißt also, da sieht man dann diese Merkmale einer ausgeleerten Kassette auch an dem Schlauch fürs Frischwasser. Und ich muss sagen, also mich ekelt es da schon rein zu lange, geschweige denn mir von dem Schlaucher Wasser in meinen Tank einzufüllen. Deswegen fahre ich sofort weiter, wenn ich so eine blaue Entsorgungsstation sehe. Und auf die Art und Weise haben wir jetzt mehrere Stellplätze kennengelernt, wo wir nicht übernachtet haben, wo aber dafür noch eine altmodische Entsorgungsstation gewesen ist. War vollkommen in Ordnung. Ja, es war alles in Ordnung und insoweit muss man auch Frankreich loben. Also es ist ein absolut camperfreundliches Land. Ich würde sagen, vielleicht sogar camperfreundlicher
als es Deutschland ist. Ja, das auf jeden Fall. Also ja. da kann man gar nichts dagegen sagen. Ja. Dann auch die Umleitung mit dem TomTom und mit Google Maps fahren wir immer. Wir fahren immer mit den beiden. Die war auch nicht mautfrei so ganz einfach. Also wir sind teilweise ganz schön in Nebenstraßen gelotst worden. Ja, also manchmal hatte ich das Gefühl, die sind darauf geeicht, einem trotzdem auf diese Mautstraßen zu lotsen, dass man einfach die Geduld verliert auf diesen extrem schmalen Nebenstraßen. Ja, also wir haben uns dann geweigert, auf eine Mautstraße zu fahren. Dann sind wir eine Nebenstraße gefahren. Ging gut, weil es war kaum Verkehr. Also man sieht, das nur was für ein großes Land. Und im Vergleich zu Deutschland wenig bevölkert Frankreich ist. Und wir sind da richtig einsame Landstraßen gefahren, wo nicht viel Platz war für zwei Wohnmobile. Also da muss man sich dann vorbeischlagen. War ja zum Glück fast kein Verkehr. Aber es war fast kein Verkehr, ja. Und das hat dann schlussendlich alles gut geklappt. Wir sind in Spanien und das Wetter in Spanien ist... Nicht gerade spanisch, aber das kommt im nächsten Video. Kalt. Also wir haben es nicht viel wärmer als hier. Also bisher war das Wetter jetzt durch Frankreich, hatten wir nachts Minusgrade und am Tag so um die 10 Grad ungefähr. Nein, 7 Grad war es. 7 Grad, also auf der Düne. In der Sonne. Ja, auf der Sonne. Als ich auf der Düne oben war, waren so um die 7 Grad. Und das war eigentlich schon ganz angenehm, zumal wenn die Sonne scheint. Mhm. Ja. Also das war echt toll. Dann kann man nicht meckern. Also auf jeden Fall... Wir wollten auch uns über den Treibstoff wollte man auch noch was sagen. Ah, ja. Der Treibstoff in Frankreich ist extrem teuer. Also was heißt Treibstoff? Unseren Diesel. Ja. Der war bis zu 2 Euro hat der gekostet. Also man kann sagen, zwischen 20 und 30 Cent teurer, als er in Deutschland ist. Dafür ist der Treibstoff in Spanien zwischen 20 und 30 Cent günstiger. Aber 20 wir sind jetzt noch nicht in Spanien, wir sind jetzt noch in Frankreich. Ja. Er nimmt immer alles vorweg. Ja, ich wollte es jetzt gleich wieder erzählen. Nein, das kommt nicht in Frage. Also, ich sage jetzt zum Treibstoff in Spanien nichts, nur unter uns, der kostet hier, wir haben für 1,58 getankt. So, und wenn uns jetzt nächstes Mal niemand mehr anschaut, wenn wir unseren Spanien-Film bringen. Also, ihr nehmt das jetzt einfach nicht zur Kenntnis. Ich habe jetzt das nur so gesagt und ich wiederhole es dann nochmal im nächsten Video. Also ich würde sagen, das war's jetzt, oder? Bevor du nämlich hier noch mehr ausplauderst. Bevor ich noch mehr verplauder. Ja, genau. Dass ihr erfahrt, wo wir sonst noch hinfahren. Ja, das werdet ihr ja dann alles feststellen. Ja. Mal schauen, ob überhaupt immer alles klappt. Genau. Mhm. Also auf jeden Fall, wir sind jetzt hier. Wir sind wohlbehalten auch durch Frankreich durchgefahren. Mhm. Strafzettel kommen erst, die dauern eine gewisse Zeit. Aber uns geht's gut. Uns geht es sogar sehr gut. Und darauf trinken wir jetzt noch ein kleines Schlückchen. Auf euch. Wohl. Jawohl. Und auf uns. Jawohl. Und auf einen schönen Urlaub, den wir doch hoffentlich haben werden. Und beim nächsten Video sagen wir euch noch mehr. Ja klar, da sind wir ja dann durch Spanien. Also, dann macht's gut. Bleibt uns treu und wir kommen wieder. Tschüss. Ciao. Bis dann. Ciao. Tschüss. Geht nichts über einen Trollinger, oder? Ein Trollinger in Spanien ist immer nur das Beste.